Wohl dem, der sich des Schwachen annimmt, den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. Psalm 41, Vers 2. Für den heutigen Dienstag, 14. September 2021. Dazugegeben ein Wort von Jesus aus den Seligpreisungen, Matthäus 5, Vers 7. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Und Klaus-Peter Merz hat ein Lied gedichtet, bei dem es in der vierten Strophe heißt: Wenn der Trost, den wir geben, uns weiter trägt und der Schmerz, den wir teilen, zur Hoffnung wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heut schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt, in der Liebe, die alles umfängt. Ich wünsche einen guten Dienstag.